Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1, und willkommen zu einem neuen Unlimited Money Glitch, mit dem ihr 10 Autos gleichzeitig duplizieren könnt, beziehungsweise ihr könnt sogar 20 Fahrzeuge auf einmal duplizieren. Wie der ganze Spaß funktioniert, das erkläre ich euch gleich. Was ihr für diesen Glitch benötigt, ist zum einen erstmal ein Kollege, der euch hilft, und ihr benötigt eine Garage, und zwar die Garage B2 und B3 eures Nachtclubs in dem neuen Update After Hour. Wer mir in meinem Glitch hilft, das ist zum einen erstmal der Lautnix, selber YouTuber, und der Ulrich Dressel, selber ebenfalls YouTuber. Die Links zu den Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, Leute, in diesem Video wird eine Verlosung jetzt stattfinden. Am Ende vom Video erkläre ich euch ein Gewinnspiel, wie ihr bei mir etwas gewinnen könnt. Also schaut euch das Video bitte bis zum Schluss an. Am Ende vom Video sage ich euch, wie ihr bei mir etwas gewinnen könnt. Kommen wir zum Money Glitch. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, befindet sich in B2 10 LG Retro Customs, die wir in einem Rutsch duplizieren möchten. Das funktioniert aber auch nur mit einem Fahrzeug, falls die Frage kommt. Wichtig ist nur, dass die Garage voll ist. Das heißt, wenn ihr jetzt keine 10 LG Retro Customs habt, dann stellt ihr euch in die B2 Garage eben nur ein Fahrzeug und den Rest füllt ihr auf mit kostenlosen LGs. Wenn ihr das soweit habt, im bestenfalls mit 10 LG Retro Customs, dann benötigt ihr in der nächsten Garage, und zwar in der Garage B3, das zeige ich euch jetzt eben mal kurz, benötigt ihr 10 LG RH8, die ihr ersetzen möchtet mit diesem Glitch. Und möchtet ihr 20 Fahrzeuge auf einen Rutsch duplizieren, dann benötigt ihr in B4 ebenfalls 10 kostenlose LEDs da drin. Aber das zeige ich euch jetzt eben mal kurz. Und zwar in B3 braucht ihr kostenlose LEDs. Hier stehen sie, 10 Stück an der Zahl. Und achtet bitte darauf, dass die Garage wirklich bis zum letzten Fahrzeug oder Stellplatz aufgefüllt ist mit diesen Fahrzeugen. Und wenn ihr das mit 20 Duplikationen machen möchtet, wie gesagt, müsst ihr in B4 ebenfalls 10 Stück davon drinstehen haben. Und jetzt zeige ich euch, wie der ganze Spaß funktioniert, wenn ihr eure Vorbereitungen alle soweit fertig habt. Und zwar beginnt der Glitch in Garage B2, wo die, wo die 10 aufgetunten LG Retro Customs stehen. Und zwar geht ihr einmal hier hin, wo das Schild B2 hängt, und holt euch einen Kollegen, der euch jetzt hilft. Und zwar ist es jetzt bei mir der Ulrich Dressel, der mir jetzt bei dem Glitch hilft. Und zwar muss er jetzt etwas ganz Besonderes machen an genau dieser Stelle in der Garage. Und zwar geht er jetzt her und drückt sein Steuerkreuz nach unten und sucht sich irgendeinen Story-Charakter aus, zum Beispiel Franklin, Trevor oder Michael. Und wenn er den ausgewählt hat, bekommt er diesen Bildschirm. Bist du sicher, dass du die Sitzung verlassen möchtest? Palabalaba. Und in genau dieser Meldung bleibt er jetzt drin. Und wenn er da drin ist und euch Bescheid gesagt hat, dass er da drin ist, geht ihr jetzt da vorne an das Tor und geht mit dem Cursor auf alle aus der Garage. Also die zweite Position. Und wenn ihr da mit X bestätigt habt, dass alle die Garage verlassen sollen, dann landet ihr jetzt natürlich erstmal draußen, dreht einfach am Absatz um und geht jetzt in die Garage, also in B3, wo sich die 10 kostenlosen Fahrzeuge befunden haben. Geht hier auf alle eintreten, falls ein Kollege in der Nähe stehen sollte. So, und wenn ihr da drin seid, oh Zauber, ihr seht, habt ihr jetzt in einem Rutsch 10 Fahrzeuge bereits jetzt dupliziert. Und das gleiche funktioniert dann mit der B4-Garage. Das einzigste, was euer Kollege machen muss, er muss konstant
in dieser Meldung da hinten einfach drin bleiben, bis ihr fertig seid mit dem Glitch. Und jetzt passt mal auf, Leute, wenn ihr diese Fahrzeuge so weit jetzt habt, wie ich es habe, müssen wir die Fahrzeuge jetzt abspeichern. Dieser Glitch benötigt kein iFruit-Kennzeichen, denn ich zeig's euch hier. Das Nummernschild wird vom kostenlosen LEG einfach übernommen und der Drop ist gelutscht. Ihr fahrt mit dem Fahrzeug raus. Fahrt entweder mit dem Fahrzeug jetzt in eure mobile Kommandozentrale, sprich in euer MOC, oder ihr fahrt mit dem Fahrzeug jetzt einfach auf die Schnelle in eure Firmengarage. Fahrt in irgendeine Garage eurer Firmengarage, wo ein freier Stellplatz zu finden ist, also ein Slot muss frei sein, wenn ihr reinfahrt. Da darf nicht stehen, möchtest du das Fahrzeug ersetzen, palabalaba. Also es muss ein freier Stellplatz da drin sein. Und wenn ihr da reingefahren seid, einfach wieder zurück ins Auto steigen und jetzt hier an dieser Stelle Steuerkreuz nach rechts drücken, damit ihr unten in der Tuning-Garage landet. Und hier müsst ihr einfach eine Kleinigkeit jetzt am Fahrzeug ändern, wie zum Beispiel die Nummerntafel. Das ist das günstigste. Ihr geht hier auf Nummernschilder und ändert jetzt hier einfach die Farbe vom Nummernschild. Ich zeig's mal, ich drehe mal eben das Bild hier rum. So, bumm. Jetzt wählt ihr hier irgendeine andere Farbe einfach aus, bestätigt den Kauf. Ich ändere das Ganze jetzt hier wieder auf Lurchi, das müsst ihr aber nicht machen. Und wenn ihr die Farbe geändert habt, einfach hier auf Immobilie verlassen wieder klicken. Und dann könnt ihr das Fahrzeug wieder zurück in die Garage B3, wo es hergekommen ist, zurückfahren. Das machen wir jetzt an der Stelle und das Fahrzeug ist im Übrigen dann fest abgespeichert. Und ihr habt eure erste Duplikation fest und die nimmt euch dann auch keiner mehr weg. So, hier wieder zurück angekommen. Das Fahrzeug kam aus B3, also fahren wir es auch wieder zurück nach B3. So, und jetzt müsste ich jeden Augenblick in der Garage wieder angekommen sein. So, ihr seht, bumm. Und die Duplikation ist fertig. Der Kollege steht immer noch hinten in seiner Meldung, in der Ecke da hinten, ihr könnt es sehen. Und er muss auch so lange in der Meldung drin bleiben, bis ihr fertig seid mit dem Glitch. Ich zeig's jetzt nochmal, ich fahre mit dem LEG Retro Customs jetzt einfach raus. Die Nummerntafel ändert sich wieder automatisch in die Nummerntafel vom kostenlosen RH8. Und jetzt zeige ich euch das Ganze, wie es mit der mobilen Kommandozentrale funktioniert. Diese fordere ich jetzt einfach mal kurz an. Und sobald sie in nächster Nähe zu mir einmal gespawnt wurde, das müsste jetzt hier irgendwo in der Nähe gleich passieren, hier unten links, man sieht es auf der Karte, hier ist das MOC, dann fahrt ihr einfach zum MOC, fahrt das Fahrzeug ins MOC einmal rein und sobald es im MOC reingefahren wurde, ist es auch bereits schon fest abgespeichert und erledigt. Leider könnt ihr das MOC immer nur alle 3 Minuten rufen. Deswegen Tipp von mir, Lurchi Nummer 1, fahrt mit einem Duplikat zur Firmengarage, ändert die Nummerntafel, kommt zurück, nehmt das nächste Fahrzeug, fahrt ins MOC. Wenn ihr das gemacht habt, fahrt ihr das Fahrzeug wieder zurück und beim nächsten Mal fahrt ihr wieder zurück in die Firmengarage und wenn ihr von da aus wieder zurück seid, stimmt die Zeit ganz genau, dass ihr wieder das MOC rufen könnt und so könnt ihr ratzfatz euch 10 Autos einfach komplett abspeichern und wenn ihr die habt, dann wechselt ihr das Ganze einfach auf B4 und dann könnt ihr auf B4 einfach den Glitch weitermachen, bis ihr 20 Duplikate mit einem Rutsch in eurer Garage drinstehen habt. Und jede Kopie, das kann ich euch auch nochmal sagen, bringt im Verkauf bei einem voll aufgetunten LEG 950.000 GTA-Dollar. Und wenn das Ganze kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, bleibt dran, jetzt kommt nämlich die Gewinnspielkiste. Ich zeige nochmal hier eben kurz, der Kollege verlässt jetzt seine Meldung. Damit ist der Glitch jetzt aufgelöst. Und ihr könntet, wenn ihr wolltet, jetzt die Fahrzeuge ganz einfach verkaufen. Mein Dank geht raus an Lautnix und an Ulrich Dressel. Link in der Videobeschreibung, wie schon gesagt, könnt ihr abchecken. Die haben mir bei diesem Glitch mal geholfen. Finde ich mega nice. Und jetzt kommt das Gewinnspiel. Also bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder in diesem Video. Und für alle anderen, die jetzt abschalten, ich wünsche euch was. Haut rein und bis zum nächsten Video. Liken nicht vergessen. Macht's gut. Euer Lurchi Nummer 1. Ciao.
So, hi und willkommen zurück bei mir, Lurche Nummer 1. Und jetzt kommen wir zu dem Gewinnspiel. Und zwar gebe ich euch kurz die Info ans Ohr, wie überhaupt es zu dem Gewinnspiel gekommen ist. Und zwar habe ich eine Wette verloren. Und zwar hieß die Wette, wird Rockstar im neuen Update diesen Fehler in den Rennen, dass man nur noch 7 Runden einstellen konnte, wird Rockstar ihn patchen, ja oder nein? Ich habe dagegen gewettet, dass Rockstar zu blöd ist, um sowas zu patchen und habe die Wette verloren. Und deswegen habe ich versprochen, dass ich euch etwas schenke als Wetteinsatz, den ich verloren habe. Und zwar möchte ich allen da draußen jetzt, möchte ich alle einfach mal bitten, dass sie mir ganz genau zuhören. Und zwar fangen wir erstmal damit an, was ich euch schenken möchte als Gewinnspiel auf meinem Kanal für euch da draußen. Und zwar habe ich hier eine Tastatur. Diese hier, diese schauen wir uns jetzt mal einfach ein bisschen näher an. Das ist ja kein Problem. Wartet mal ganz kurz. Und zwar ist es diese Tastatur hier. Die kostet bei Amazon ein Fuffi. Kostet 50 Mücken, das Ding. 50 Euro ist sie wert. Das ist eine Original-Gamer-Tastatur. Ich habe sie hier in der Hand. Hier ist sie. Geil verpackt von der Firma Rie. Es ist die K66, eine reine Gamer-Tastatur, richtig geiles Teil, kostet 50 Euro im Handel und ich lege noch eins oben drauf und zwar mache ich das Gamer-Set komplett und schicke euch noch eine Maus mit dazu zur Tastatur, dann hat das im Prinzip einen Wert von ca. 70 Euro das Ganze für euch da draußen, exklusiv, weil ich meine Wette verloren habe und ich sage euch jetzt, wie ihr das Ding gewinnen könnt und zwar, passt mal auf. Ich habe mir was ausgedacht und zwar kann derjenige die Tastatur, nämlich diese da, kann derjenige die Tastatur gewinnen, indem er einfach alle seine Freunde bittet, ihm zu helfen. Also, wenn du da draußen, ich nenne dich jetzt einfach mal Michael, ja? Wenn du, Michael, da draußen diese Tastatur haben möchtest, dann sagst du jetzt allen deinen Freunden, die du da draußen hast, ist egal wer, dass du deren ihre Hilfe brauchst. Und zwar müssen die Freunde von dir, die dir helfen wollen, diese Tastatur zu gewinnen, Folgendes tun. Und zwar, das ist mega einfach. Ihr geht unter dieses Video jetzt hier und schreibt in die Videokommentare, das zeige ich euch natürlich jetzt auch einmal, und zwar hier in die Videokommentare, Hashtag Michael, weil du willst ja die Tastatur gewinnen. So, fertig. Und derjenige, der die meisten Freunde hat, gewinnt das Ding. So einfach ist es. Also wenn du, ich nannte dich ja jetzt einfach mal Michael da draußen, wenn du, Michael, diese Tastatur gewinnen möchtest, musst du jetzt allen deinen Freunden sagen, die du hast, geh bitte auf Lurche Nummer 1 sein Video, genau auf dieses Video hier und schreib für mich bitte einmal rein Hashtag Michael und fertig ist. Und ich zeige euch jetzt noch kurz, wann genau Gewinnspielauflösung ist. Und zwar habe ich mir überlegt, wann könnten wir das Ganze denn am besten auflösen. Und zwar ist ja dieses Jahr die Gamescom. Und zwar ist der Einsendeschluss für all deine Freunde, die dir helfen möchten, der 22.8. Das ist ein Mittwoch in 2 Wochen. Und zwar werte ich dann den Gewinner der Tastatur, die wir ja gerade eben schon angeguckt haben, nämlich dieses geile Teil, werte ich den Gewinner auf der Gamescom live in einem Stream bekannt geben dann. Wir werden bis zum Schluss, bis Mittwochabend, alle Stimmen zählen. Wer hat die meisten Freunde auf meinen Channel gebracht, die für ihn voten? Und am Mittwoch wird ausgezählt, am Donnerstag bin ich auf der Gamescom. Und werde dann den Gewinner bekannt geben, der dieses Teil hier gewinnt. Eine reine Gamer-Tastatur, hochwertig, geil, für jeden Gamer ein Muss und ich lege sogar noch eine Gaming-Maus obendrauf. Damit habe ich dann meine Wettschulden erfüllt. Ihr habt ein bisschen Spaß und eigentlich im Prinzip kann derjenige gewinnen,
der einfach all seine Freunde dazu bringt, einmal Hashtag, in dem Fall jetzt Michael, in die Videokommentare zu schreiben. Also ich denke, jeder da draußen hat Freunde. Und bittet einfach alle eure Freunde, die ihr habt, geht auf das Video, schreibt bitte einmal für mich den Namen rein. Und dann werde ich das bekannt geben auf der Gamescom, wer sich den Preis geangelt hat. Und derjenige hat dann gewonnen. So einfach ist es. Ich wünsche da draußen viel Spaß beim Gewinnspiel. Ich wünsche jedem da draußen viel Glück, dass genau du diesen Preis dir holst. Und bis zum nächsten Video. Sagt allen euren Freunden Bescheid. Hier gibt's etwas zu gewinnen. Und greift alles ab, was ich hab. Und im Übrigen, nächste Woche wird bereits ein weiteres Gewinnspiel kommen. Ich habe es im Livestream gezeigt. Es wird ein ferngesteuertes Auto verlost. Im Wert von 60 oder im Wert von 80 Euro. Ein ferngesteuertes Auto. Ich habe es im Livestream gezeigt bei Lurchi Nummer 1 LP. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Stream ja nochmal angucken. Da habe ich sogar die Bilder eingeblendet von dem Fahrzeug. Es ist ein richtig geiles, richtig fettes, ferngesteuertes Auto. Dafür wird noch ein Unboxing-Video kommen. Und nach dem Unboxing-Video wird auch dieses Fahrzeug verlost auf meinem Kanal. Ich wünsche allen da draußen viel Erfolg, viel Spaß beim Gewinnspiel. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Euer Lurchi Nummer 1. Ciao.